Live im Studio ist jetzt, wie sich das so gehört, rund um Wahlenpolitik-Wissenschaftler Peter Filzmaier. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Professor Filzmaier, vor 6 Jahren war die Flüchtlingskrise dominant als Thema und wohl auch wahlentscheidend. Wird diesmal das Thema Impfen die Wahl entscheiden? Vermutlich ja, wobei man schon unterscheiden muss, was wir mit ziemlicher Sicherheit wissen und was wir nur schlussfolgern. Wir stellen in der ORF-Wahlforschung bei der Wahltagsbefragung regelmäßig die Frage, was haben die Wähler sehr häufig diskutiert. Also nicht, was die Politiker und Parteien oder die Journalisten und Medien am meisten diskutierten, sondern wirklich die Wähler im Wahlkampf. Und da war es 2015 so, fast 2/3 haben gesagt Flucht und Asyl. Das waren fast doppelt so viele Nennungen wie für praktisch alle anderen Themen. Und jetzt haben wir eine Vergleichsgröße, das ist die Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl vor fast einem Jahr. Und da war das meistgenannte Thema als häufig diskutiert Corona, fast die Hälfte der Nennungen. Daher die Schlussfolgerung, das wird wohl auch in Oberösterreich so sein, obwohl es inzwischen eine Impfung gibt und eine andere Facette des Corona-Themas. Und man kann ja auch hinzufügen, Corona ist auch als Metathema in andere Themen hineinwirkend. Denn wie soll man Wirtschaftsentwicklung oder Arbeitsmarktzahlen debattieren, ohne auf die Pandemie Bezug zu nehmen. Lassen Sie mich da noch eine Frage anhängen. Sie haben schon gesagt, es gibt eben im Gegensatz zur Wahl in Wien vor einem Jahr eine Impfung, auf die haben viele hingewartet. In Oberösterreich ist die Impfquote am niedrigsten von allen 9 Bundesländern und offensichtlich sind dort sehr viele Menschen tatsächlich resistent, wollen sich auch weiterhin nicht impfen lassen. Wie lässt sich das erklären? Also einerseits, es war im Beitrag erwähnt, gibt es eine eigene Liste, die speziell auch nicht nur die Maßnahmengegner, sondern auch die Impfskeptiker anspricht, teilweise auch als solchen besteht. Und es ist nachgewiesen in den Daten, dass deklarierte FPÖ-Anhänger deutlich weniger geimpft sind als der Durchschnitt der Parteiwähler von allen anderen Parteien. Und in Oberösterreich startet zumindest die FPÖ mit 30% der Stimmen vom letzten Mal und wird wahrscheinlich auch diesmal ein Ergebnis erreichen, das besser ist als in fast allen anderen Bundesländern. Offen bleibt eigentlich nur, mein Kollege Peter Hayek hat das einmal sehr treffend formuliert, die Henne-und-Ei-Frage, ist es jetzt vor allem die Bundes-FPÖ mit Herbert Kickl, die den Impfgegnern hinterherläuft oder laufen die der FPÖ hinterher, aber es korreliert auf jeden Fall. Die einfachste Frage zu beantworten ist wohl, wer wird Landeshauptmann? Das wird Thomas Stelzer bleiben und er wird sich aussuchen können, mit wem er koaliert. Da ist einerseits die FPÖ, mit der er bisher zusammengearbeitet hat, andererseits die Grünen, wie eine Koalition, also wie auf Bundesebene, gab es auch schon in dieser Form in Oberösterreich und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit mit der SPÖ. Welche Variante ist aus Ihrer Sicht im Moment am wahrscheinlichsten? Also es sind 2,5 Varianten, dass es sich auch mit den Grünen ausgeht, ist wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, denn die Grünen müssen den Landesrat, der ihnen nach dem Proporzsystem dann zusteht, vom Stimmenanteil mit knapp 10% der Stimmen auch erst einmal halten. Es spricht bei der Beobachtung des Wahlkampfs wenig dagegen, dass Thomas Stelzer nicht weiter mit der FPÖ in einer de facto Koalition zusammenarbeiten will. Er hat zwar Herbert Kickl und die Bundespartei der FPÖ oft angegriffen, vor allem beim Thema Impfen, aber auffallend keine Angriffe gegen Manfred Heimbuchner formuliert. Und auch Heimbuchner hat die Bundespartei da gar nicht verteidigt und Herbert Kickl schon gar nicht. Da wollte man also keine Türen zuschlagen im Wahlkampf. Heimbuchner will mangels anderer rechnerischer politischer Alternativen sowieso weiter zusammenarbeiten mit der ÖVP. Und bei Thomas Stelzer ist es so, ich habe aus strategischen Gründen die FPÖ 2015 eingebunden. Dadurch kann sie als Juniorpartner, als sie mir nahe kam, nie auf die Überholspur kommen. Ich habe eine gesicherte Mehrheit mit der FPÖ nicht nur für die nächsten 6 Jahre, sondern vielleicht Jahrzehnte hinweg. Und das übliche Argument, na, ist ein kleinerer Partner nicht billiger, zählt in Oberösterreich auch nicht, denn es ist eben Proporzsystem. Die Zahl der Landesräte wird nicht ausverhandelt, sondern die wird zugeteilt nach dem Wahlergebnis. Es ist also nicht so, dass man bei einem kleineren Partner dann einen Regierungssitz mehr hätte als ÖVP, also am wahrscheinlichsten wieder mit den Freiheitlichen. Stelzer hat im Wahlkampf jetzt vor italienischen Verhältnissen gewarnt, also vor einer Zersplitterung des Parteienspektrums. 4 Parteien gibt es im Landtag. Die Neos wären eine Möglichkeit, in den Landtag einzuziehen. Die andere eben die neue Liste Menschenfreiheit, Grundrechte. Aber sind das dann schon italienische Verhältnisse? Also in der vergleichenden Politikwissenschaft hat der Landeshauptmann noch Luft nach oben. Da geht es ihm natürlich um Mobilisierung im Wahlkampf. In der italienischen Abgeordnetenkammer waren es nach den Wahlen 2018 630 Abgeordnete. Nach der Wahlrechtsreform 2020 sind es 400 Abgeordnete. Dann es sind 56 im Oberösterreichischen Landtag. Die Amtsperiode ist unterschiedlich.
6 Jahre in Oberösterreich, 5 Jahre in Italien. Das Wahlrecht ist schlicht und einfach ganz anders. Und die Zahl der Parteien ist in Italien gar nicht so leicht aufgrund von Bündnissen zu erfassen, aber jedenfalls klar zweistellig in der Abgeordnetenkammer. Und in Oberösterreich eben sind es bisher 4 und es können bis zu 6 als Maximum werden. Das hängt eben von Neos und MFG ab. Also italienische Verhältnisse sehen anders aus. Keine italienischen Verhältnisse. Schauen wir noch ganz kurz zu den österreichischen Verhältnissen. Manchmal, nicht immer, haben Landtagswahlen ja auch Auswirkungen auf den Bund. In den vergangenen Wochen hat man immer spekuliert, dass die zögerliche Corona-Politik der Bundesregierung etwas mit dieser Wahl am Sonntag zu tun haben könnte. Sehen Sie diese Auswirkung auch? Diese mögliche Auswirkung könnte da in den kommenden Wochen etwas auf uns zukommen? Und gibt es andere Auswirkungen? Ob jetzt nun Corona der Grund ist oder nicht, dass man das aus dem oberösterreichischen Wahlkampf raushalten wollte, es muss Auswirkungen geben, denn es wurde ja ein Stufenplan in der Pressekonferenz der Bundesregierung angekündigt. Nur, und in einer Demokratie ist das gut so, was Politiker in einer Pressekonferenz sagen, ist nicht geltendes Recht. In der folgenden Verordnung des Gesundheitsministeriums war ja dann nur Stufe 1 ausformuliert. Es müsste also Stufe 2 und 3 mit klaren Indikatoren, dann wann es schärfere und vielleicht auch unpopuläre Maßnahmen gibt, als Verordnung dann erst erlassen werden nach der Oberösterreich-Wahl, was immer der Grund war, dass das erst später geschieht. Bei den allgemeinen Auswirkungen sehe ich wenig, denn ich gehe von einer Status-Quo-Wahl aus. Das heißt politikwissenschaftlich nicht, dass es nicht größere Stimmenverschiebungen geben kann. Das kann durchaus der Fall sein. Aber dass sich die Machtverhältnisse und Mehrheitsverhältnisse in der Regierung nicht entscheidend verändert, da geht es im Prinzip nach dem Proporzsystem um einen Landesrat, den die FPÖ wahrscheinlich verliert und der entweder zur ÖVP oder zur SPÖ gehen könnte als Posten. Das ist letztlich Status quo und hat dann null Einfluss auf die Bundesebene, mit einer kleinen, feinen Ausnahme. Wenn die FPÖ deutlich Stimmen und Prozente verliert, hat sie auch einen Bundesrat weniger und dann würde auf Bundesebene die Opposition ihre Mehrheit im Bundesrat nicht mehr haben, könnte also Gesetzesbeschlüsse nicht mehr zumindest verzögern. Ein Vetorecht hat der Bundesrat nur in Ausnahmefällen. Der Nationalrat braucht aber dann Zeit, um mit einem Beharrungsbeschluss das Gesetz sozusagen nochmal zu beschließen und endgültig damit auf den Weg zu schicken. Peter Filzmeier, vielen Dank fürs Kommen. Bitte gerne.